Videos berichte ich ja immer wieder über gute Erfolge dank natürlicher Heilmittel oder Nahrungsergänzungsmitteln. Aber ohne eine vernünftige Ernährung können wir damit, wenn überhaupt, nur einen Teilerfolg erzielen und maximal eine Schadensbegrenzung hinbekommen. Wenn mir jemand berichtet, dies oder das hat bei ihm nicht geholfen, frage ich immer zuerst nach der Ernährung. Und in den meisten Fällen ist es so, dass der oder diejenige nicht wirklich auf seine Ernährung achtet und im Großen und Ganzen Müll zu sich nimmt. Dies nur kurz vorab und nun zum eigentlichen Thema dieses Videos. Das Zitat von Dr. Otto Warburg kennen wahrscheinlich alle, die sich mit Ernährung und Gesundheit beschäftigen. Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren, nicht einmal Krebs. Für diese Erkenntnis bekam Dr. Warburg 1931 den Nobelpreis. Klar ausgedrückt bedeutet dies: Die Hauptursache für Krebs und viele weitere Krankheiten ist eine Übersäuerung des menschlichen Körpers. Statt aber den pH-Wert zu kontrollieren, wird bei einem Arztbesuch lediglich erstmal der Blutdruck gemessen. Ein hoher Blutdruck ist zwar nicht besonders angenehm, aber er führt definitiv nicht zu Krebs. Ein übersäuerter Körper allerdings schon. Hat man das Pharmasystem allerdings durchschaut, ist einem schnell klar, warum ein Arzt den pH-Wert nicht kontrolliert. Die Einnahmen einer schulmedizinischen Krebstherapie will sich ja schließlich niemand entgehen lassen. Wäre es nicht absolut sinnvoll, wenn man den Kindern bereits in der Schule beibringen würde, wie wichtig der pH-Wert ist und wie unsere täglichen Nahrungsmittel diesen beeinflussen? Und wäre es nicht mehr als sinnvoll und hilfreich, wenn Lebensmittel so etikettiert würden, dass man sofort sehen kann, wie sie sich auf den pH-Wert unseres Körpers auswirken? Parmesankäse ist zum Beispiel extrem säurebildend mit einem Wert von minus 34. Spinat dagegen wird mit einem pH-Wert von plus 14 extrem basisch verstoffwechselt. Jeder Mensch könnte seine Gesundheit mit einer vernünftigen, also basenbildenden Ernährung extrem verbessern. Aber wie entsteht Krebs nun in einem übersäuerten Körper? Otto Warburg erhielt den Nobelpreis für seine Erkenntnis, dass Krebs durch eine geschwächte Zellatmung ausgelöst wird. Dieser geschwächten Zellatmung liegt ein Sauerstoffmangel auf der Zellebene zugrunde. Solch eine beeinträchtigte Zellatmung führt zu einer Gärung im Körper und dieser zu einem niedrigen pH-Wert. In der Studie, für die ihm der Nobelpreis verliehen wurde, erklärt Dr. Warburg, was in der Umgebung einer Krebszelle vor sich geht. Eine normale, gesunde Zelle erfährt eine ungünstige Veränderung, wenn sie nicht mehr ausreichend Sauerstoff aufnehmen kann, um Glucose abzubauen, wobei Energie freigesetzt wird. Fehlt Sauerstoff, so greift die Zelle auf ein urzeitliches Ernährungsprogramm zurück. Sie ernährt sich nun, indem sie Glucose im Wert der Gärung umwandelt. Die Milchsäure, die bei der Gärung entsteht, lässt den pH-Wert in der Zelle sinken, stört so das Säure-Basen-Gleichgewicht und zerstört damit die Fähigkeit von DNS und RNS, die Zellteilung zu steuern. Jetzt können sich die Krebszellen ungehindert vermehren. Gleichzeitig verursacht die Milchsäure starke lokal begrenzte Schmerzen, weil sie die Enzyme der Zelle zerstört. Der Krebs zeigt sich als schnell wachsende äußere Hülle um einen Kern aus toten Zellen. Eine seiner berühmtesten Reden beendete Dr. Warburg mit folgender Feststellung: Niemand kann heute behaupten, dass man nicht weiß, was Krebs ist und was seine Ursache ist. Im Gegenteil, es gibt keine Krankheit, deren Ursache besser bekannt wäre, sodass also Unwissenheit nicht länger als Ausrede für eine mangelnde Prävention gelten kann. Übersäuerung ist übrigens auch eine Ursache für Übergewicht. Die meisten Menschen denken, dass sie bei einer Diät darauf achten müssten, wenig Fett zu sich zu nehmen. Aber das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Dass Käse dick macht, schiebt man darauf, dass er viel Fett enthält. Dass er aber dick macht, weil er stark säurebildend ist, weiß kaum jemand. Und was passiert im Körper beim Verzehr von Käse? Der Körper baut als Reaktion auf ein saures Milieu Fettzellen auf, um die Säuren darin zu speichern. Und das ist dann das, was uns als Schwimmring auf den Hüften bleibt. Der nachfolgende Vergleich zeigt gut, dass Fett nicht gleich Fett ist. Mandeln enthalten zum Beispiel 70% Fett und Schweinefleisch dagegen nur 58%. Schweinefleisch gehört mit minus 38 allerdings zu den stärksten Säurebildern. Mandeln dagegen mit einem Wert von plus 3 wirken basisch. Wer auch nur ein bisschen auf seinen Körper hört, bemerkt schnell, dass ihm Mandeln viel besser bekommen als Schweinefleisch.
Eine vernünftige Ernährung sollte aus etwa 80% basenbildenden Lebensmitteln und 20% guten Säurebildnern bestehen. Die sogenannten guten Säurebildner sollten unbedingt in die basenüberschüssige Ernährung integriert werden, während man die schlechten Säurebildner besser konsequent meidet oder sie nur in Ausnahmefällen zu sich nimmt. Basenbildendes Obst ist zum Beispiel Äpfel, Ananas, Aprikosen, Avocado, Bananen, Birnen, Clementinen, frische Datteln, Erdbeeren, Feigen, Grapefruits, Heidelbeeren, Himbeeren, Honigmelonen, Johannisbeeren, Kirschen, Kiwis, Limetten, Mandarinen, Mangos, Mirabellen, Nektarinen, Orangen, Pampelmusen, Papayas, Pfirsiche, Pflaumen, Preiselbeeren, Quitten, Renekloden, Stachelbeeren, Sternfrüchte, Wassermelonen, Weintrauben, Zitronen, Zwetschgen und viele andere. Basenbildendes Gemüse sind zum Beispiel Algen, Artischocken, Auberginen, Austernpilze, Bleichsellerie, Blumenkohl, Bohnen, Brokkoli, Chicorée, Chinakohl, Erbsen, Fenchel, Frühlingszwiebeln, Grünkohl, Gurken, Karotten, Okraschoten, Paprika, Pastinaken, Petersilienwurzeln, Radieschen, Rettich, Romanesco, Rosenkohl, rote Beete, Rotkohl, Schalotten, Schwarzwurzel, Spargel, Spitzkohl, Süßkartoffeln und Tomaten. Außerdem Kartoffeln, Knoblauch, Kohlrabi, alle Kürbisarten, Lauch, Mangold, weiße Rübchen, Weißkohl, Wirsing, Steinpilze, Zucchini und Zwiebeln. Basenbildende Pilze sind Austernpilze, Champignons, Morcheln, Pfifferlinge, Shiitake, Steinpilze, Trüffelpilze und viele andere. Zu den basischen Kräutern und Salaten gehören Basilikum, Bohnenkraut, Borretsch, Brennesseln, Brunnenkresse, Chicorée, Eisbergsalat, Endivien, Feldsalat, Gartenkresse, Ingwer, Kardamom, Koriander, Kopfsalat, Kreuzkümmel, Piment, Rosmarin, viele, viele mehr. Basische Sprossen und basische Keime kann man leicht selbst ziehen. Aus Alfalfa, Buchshornklee, Braunhirse, Brokkoli, Dinkel, Gersten, Hirse, Leinsamen, Linsen, Mungobohnen, Radieschen, Rettich, Roggen, Rotkohl, Rucola, Senf, Sonnenblumenkern und Weizenkeimling und vielen anderen. Basische Nüsse und basische Samen sind Erdmandeln, Mandeln, Mandelmus und Maroni. Alle anderen Nüsse, Samen und Ölsaaten gehören zu den guten Säurebildnern. Ihr Säurepotenzial kann durch Einweichen über Nacht, also kurzes Ankeimen, noch weiter vermindert werden. Die Auswahl an basischen Getränken wären Früchtesmoothies, grüne Smoothies, Kräutertees, Proteinshakes mit Lupinenprotein, Wasser, Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig oder Zitronenwasser, also 200 ml Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone. Kommen wir nun zu den guten Säurebildnern. Dazu gehören Biogetreide, zum Beispiel Dinkel, Kamut oder Gerste in kleinen Mengen, etwa als Keimbrot oder in Sprossenform. Getreideprodukte wie Bulgur und Couscous, aber aus Dinkel, nicht aus Weizen. Hirse, Hülsenfrüchte, zum Beispiel Kernbohnen, Linsen, Kichererbsen, getrocknete Erbsen etc. Kakaopulver in hoher Qualität sowie selbstgemachte Schokolade. Mais, zum Beispiel Polenta oder Maispasta. Nüsse, zum Beispiel Walnüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse, Paranüsse etc. Ölsaaten, zum Beispiel Leinsaat, Sesam, Hanfsaat, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Mohn. Pflanzliche Proteinpulver, wenn ein Proteindefizit besteht, wie zum Beispiel Hanfprotein, Reisprotein und Erbsenprotein. Pseudogetreide, zum Beispiel Quinoa, Amaranth und Buchweizen. Folgende Getränke gehören zu den guten Säurebildnern. Grüntee, richtig zubereitet bei niedrigen Temperaturen und kurzer Ziehdauer. Und Trinkschokolade, selbstgemacht, zum Beispiel aus Mandelmilch und Rohkostkakaopulver. Und nun zu den schlechten Säurebildnern, die wir möglichst vermeiden sollten. Eier aus konventioneller Landwirtschaft, Fisch und Meeresfrüchte aus konventioneller Aquakultur oder aus belasteten Regionen stammt, Fleisch aus konventioneller Landwirtschaft, Fleischbrühe, Wurstwaren, Schinken, Milchprodukte wie Quark, Joghurt, Kefir und alle Käsesorten, auch von Schaf und Ziege, gerade auch alle fettarmen Milchprodukte. Eine Ausnahme bilden Butter, Ghee und Sahne in Bioqualität, die neutral eingestuft werden. Ansonsten Essig, also Weinessig, Balsamico, Ausnahme ist hier der naturtrübe Apfelessig. Fertigprodukte aller Art, insbesondere solche aus konventioneller Erzeugung. Getreideprodukte aus Auszugsmehlen, Back- und Teigwaren wie Kuchen, Gebäck, süße Teilchen, Nudeln etc.
manche Frühstückscerealien wie zum Beispiel Cornflakes, Fertigmüslis, Crispies, Crunchies etc. Glutenhaltige Produkte, zum Beispiel Produkte aus Seitan, wie vegetarische Würste, Aufschnitt, Bolognese und ähnliches. Ketchup, Ausnahme selbstgemachtes Ketchup, zum Beispiel aus Tomaten und Datteln. Sauerkonserven, Senf, Ausnahme hochwertiger Biosenf ohne säurebildenden Zusätze. Sojaprodukte, wenn sie stark verarbeitet wurden, insbesondere das texturierte Sojaprotein, das mit TVP abgekürzt wird und in getrockneter Form als Grundlage für Hackfleischersatz, Gulaschersatz oder ähnliches angeboten wird. Speiseeis, auch Wasser, Soja- und Joghurteis. Süßungsmittel wie Dicksäfte, aber auch Honig. Zucker, sämtliche Produkte, die Haushaltszucker enthalten. Alkohol- und koffeinhaltige Getränke. Fertiggetränke wie Softdrinks, zum Beispiel Limonade, Cola etc., Fruchtsaft aus Konzentrat, Isotrinks, Proteindrinks, gezuckerte Milchshakes, Drinks zum Abnehmen etc. Kaffee, auch Getreide, Instant- und koffeinfreier Kaffee. Und Milch, dies gilt nicht für alle Menschen. Manche Menschen können zum Beispiel Ziegenmilch oder auch rohe Kuhmilch gut vertragen und daher auch gut verstoffwechseln. Außerdem Mineralwasser und generell kohlensäurehaltige Getränke. Und Tee, wie schwarzer Tee, Früchtetee, Eistee etc. Lediglich Kräutertees sind basisch, ja sogar hochbasisch. Meiner Meinung nach ist eine basische Ernährung nicht wirklich schwer. Uns wird eine so große Vielfalt geboten und wir können wirklich aus dem Vollen schöpfen, was gesunde und auch leckere Lebensmittel angeht. Und wer einmal damit angefangen hat, wird schnell feststellen, wie viel Spaß es macht, Neues auszuprobieren und wie kreativ man nach und nach bei der Essenszubereitung wird. Für uns war diese Umstellung eine echte Bereicherung mit dem Endergebnis, dass es uns gesundheitlich viel besser geht und sich ein echtes Wohlgefühl eingestellt hat. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dazu anregen konnte, seine Ernährung umzustellen. Du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen. Danke fürs Zusehen, bleibt gesund, eure Sandra.